Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Buildcraft-Server. Und heute habe ich mir auch schon wieder viel vorgenommen. Ich habe gesagt, dass ich hier weiter ausbaue. Das habe ich auch so weit gemacht, wie wir Material dabei hatten. Hier ist bestimmt gleich voll. Ja, hier ist gerade voll. Wo ist jetzt hin? Ja, gut, dann können wir auf jeden Fall sagen, Bruchsteine, die gehen jetzt hier in unser löschendes Rohr, was wir noch irgendwo eingepackt hatten, ja. Hier unten war das, glaube ich, da ist es. So, wir nehmen uns mal eins mit, das setzen wir jetzt oben hin. Und dann können wir schon mal Bruchsteine löschen. Die können wir dann später, finden wir noch so viele Steine, dass es nicht so schlimm ist. So, dann nehmen wir nämlich hier die Bruchsteine, legen wir in weiß und wir nehmen die hier raus. Und jetzt gehen die nächsten Bruchsteine direkt nach oben, werden gelöscht und stören uns nicht weiter. So, was haben wir denn jetzt noch alles gefunden in der Zwischenzeit, während ich am Bauen war? Das hier nehmen wir alles mal mit. Ich hoffe, dass noch ein bisschen Eisen fertig geworden ist. So, die müssen wir jetzt nicht kontrollieren. Ne, können wir was reinlegen, genau. Ich wollte gerade sagen, die sind ja... Die entleeren sich ja selbst. So. Können wir dann schon schön befüllen. Dann werden wir auch zuerst mal nur mit denen hier vorne arbeiten, solange wir noch keine Trichter für hinten haben. Ja, so, jetzt haben wir halt alles drin. Und hier hinten, die werden wir mal leer machen. Hier ist noch ein bisschen Zinn. Kupfer. Nochmal Kupfer. Also es war anderes Kupfer. Nochmal Stein. Blei. Und Gummi. Da hätte ich ja noch einen Gummi anzubieten hier. Das können wir hier reinwerfen. So. Und dann hätten wir schon mal für Kabel ein bisschen vorgesorgt. Und das legen wir, glaube ich, auch in die Kiste mit den Sachen, die wir hier schon als Barren haben. Da zählen wir das jetzt einfach mal dazu. Und auch das Kaktusgrün legen wir dazu. Dann haben wir hier noch Steine. Ein paar Steine, die legen wir einfach hier rein. So. Den Sand hatte ich eben auch schon da reingelegt. Okay. Dann können wir uns wieder um wichtige Sachen kümmern. Ah, wir hatten jetzt noch, hatten wir jetzt schon wieder Eisen? Nur zwei Eisen? Wieso nur zwei Eisen? Muss ich schon wieder Kohle nachfüllen oder was? Oh, und Kohle nachfüllen war ja auch noch so ein Thema. Wir müssen noch ein bisschen Holz nachschieben. Damit die Öfen uns jetzt hier... wieder Kohle produzieren. So. Bis wohin geht's denn? Bis hier. Okay, dann kann der Kohle produzieren. Hier ist auch nichts mehr. Dann tun wir das hier rein und dann holen wir uns gerade noch ein bisschen Holz. Wir wollten ja eh hier um das Haus herum die gesamte Baumschaft entfernen, sozusagen. So, Zaplings darf man auf unserem Server ja nicht löschen, abbauen, aber man kann einfach den Untergrund wegziehen. So, und wir müssen auch gleich noch ein bisschen ernten. So. Eigentlich stört der mich auch. So. Und ja, dann machen wir einfach weiter. So. Ja, ist nicht ganz so zuverlässig, aber es geht trotzdem schneller. So, wir versuchen möglichst schnell eine Baumfarm zu bauen. Dafür müssen wir aber noch Elektroröhren bauen. Und da muss ich mal nachgucken, was wir da überhaupt für brauchen. Und zwar, wenn wir jetzt gleich hier drin sind, gucken wir uns das mal an. Und wir müssen noch Druckplatten bauen.
Können wir auch gerade noch machen. Da ist ein Feind in unserem Haus. So, auffüllen und wie heißt denn? Holz reinlegen. Okay. Wie sieht denn hier vorne aus? Ach, hier ist ja das Eisen. Ja. Die Kisten, die wir gebaut haben. Habe ich in die reingelegt? Egal, wir brauchen eh so viele Kisten, dass wir jetzt einfach mal ganz viele bauen. So, 60 Stück, und jetzt machen wir da aus dem Eisen erstmal ganz viele Trichter. Das ist nämlich Automatisierungsstufe 1 sozusagen. Und zwar fangen wir erstmal hier oben drauf an. Dann machen wir unten drunter weiter. Okay. So, wir starten mal hier vorne. Und zwar müssen wir jetzt oben immer nur das Holz nachkippen und das tut sich dann selbst nachfüllen. Okay, die Kisten brauchen wir, die tun wir dann hier rein. Da ist noch was, was mit Bäumen zu tun hat. Das werfen wir alles hier rein. Du nicht. Mit Bäumen und mit Holz. Okay. So, dann brauchen wir ja Elektroröhren für die Baumfarm. Da gucken wir mal einfach nach. Röhren. Und zwar brauchen wir dieses Gerät, das wir nicht anklicken können. Das ist hier diese Rezeptdings. Die funktioniert nicht mit allen Rezepten. Also man kann nicht immer alles anklicken. Da muss ich das nochmal raussuchen. Und ich werde da schon noch ein paar Building Shorts drehen, sodass ihr dann die Rezepte nochmal außerhalb vom Video euch ganz schnell angucken könnt, in einem schnellen Video, nur mit dem Rezept. Kann ich jetzt nicht machen, kann ich jetzt nämlich nicht aufrufen. Wir wollten uns ja um die Solarzellen kümmern, genau. Und dann gucken wir uns jetzt einfach die Solarzellen an. Solar! Und da sind sie auch schon. Dafür brauchen wir als allererstes Generatoren. Und Generatoren machen wir folgendermaßen. Wir brauchen einen Ofen, haben wir. Wir brauchen eine Basismaschinenhülle. Das wird noch ein bisschen schwieriger. Okay, das hatte ich nämlich vergessen, dass wir das alles noch brauchen. Dafür brauchen wir zuerst noch... Dafür brauchen wir Eisenplatten und die können wir zuerst mal von Hand machen. Aber wir werden schon mal nachschauen. Nicht das, das da. So, und zwar wollen wir eine... Was, die Walzmaschine? Eine Walzmaschine habe ich hier drin. Muss mir gerade mal angucken, ob das der richtige ist. Nein, das ist nicht... Wir schauen mal einfach in der Hauptbasis nach. Warp Basis, Base. Wie das Ganze auszusehen hat. Hier ist ja unsere Hauptbasis. Ihr seht, wir haben hier auch diese Bäume angepflanzt. Und hier läuft ja auch schon alles, was wir jetzt drüben bauen, läuft ja hier schon. Und was wir jetzt brauchen, das ist folgendes. Findet sich hier hinter. Diese Maschinen brauchen wir und die heißen Metallformer. Okay, Metallformer. Und dann gucken wir uns mal an, was wir dafür alles brauchen. Ist vielleicht hier nicht die beste Stelle. Wir sollten ein bisschen von den Maschinen weggehen, damit ihr mich hört. So. Und zwar die Metallformer. Die werden folgendermaßen gebaut. Na, haben wir uns auch wieder super einfache Sachen rausgesucht. Wir brauchen wieder wahnsinnig viel Kupfer dafür. Hierfür auch.
Kupfer, Kupfer, Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Also müssen wir erstmal ganz viele Kupferkabel machen. Und das machen wir ganz einfach jetzt schon mal. Wir brauchen dafür als allererstes Eisen. Hoffentlich habe ich jetzt eben habe ich alles verbraucht, oder? Hier sind noch zwei. Wir gucken mal, ob da hinten schon wieder das zusammengekommen ist. Eisen, Eisen, Eisen ist nicht dabei. Aber wir füllen hier schon mal alles voll. Dann müssen wir uns da nicht mehr drum kümmern. Da gibt es schon mal Glas. So, und Eisen gibt es noch nicht. Wieso gibt es noch kein Eisen? Das hier läuft ja automatisch, dann könnte es höchstens noch hier hinten drin liegen. Nein, dann müssen wir nochmal oben gucken, ob sich irgendwas abgebaut hat. So, was ist denn in unserer Zauberkiste hier schon in der? Was ist denn in unserer Zauberkiste schon alles drin? Eisen noch nicht? Okay, das ist schlecht. Dann müssen wir schnell selber Eisenfarmen gehen. Denn Eisen brauchen wir ziemlich viel. Nein, landen. Du sollst landen. So, und zwar hier hinten in der Schlucht. Da werden wir jetzt mal gucken, ob wir da ein bisschen Eisen zusammenkriegen. Ich bin da... Na, toll. Zum Glück habe ich den Flugmodus gerade noch eingeschaltet. Das war die Rache des Flugmodus, weil ich ihn eben so angebrüllt habe. So, meine Freunde hier. Und da ist Gold, das nehmen wir uns auch gleich mit. Meine Spitzhacke ist ja verzaubert. Das bedeutet, wenn wir hier Kohle abbauen, bekommen wir ein bisschen mehr. Und wir bekommen auch mehr, wenn wir Diamanten abbauen. Die sind aber in der Höhe 23 nicht zu finden. Oder wenn, dann nur ganz selten. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es überhaupt welche gibt. So, wir wollen dann weiter runter brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir müssen eigentlich nur gucken, wo das Eisen hängt. Hier bauen wir uns mal so eine Treppenstufe nach oben. Oh, hat sich voll gelohnt, hä? Ah, doch, da oben. So. Dann legen wir uns erstmal mit denen an. Und mach mal Licht. So, da, guck mal, gibt es einen Schleimball. Schleimbälle können wir immer super gut gebrauchen. Und wir brauchen ja Eisen. So, dann sammeln wir im Turbo-Modus mal Eisen und Kohle. Das heißt, Kohle brauchen wir eigentlich gerade jetzt so aktuell im Moment gerade nicht so. Dann kümmern wir uns erstmal ums Eisen. Guten Tag. Mit der Spitzhacke erschlagen. So, und hier hinten geht es zum Wasserfall. Hier geht es irgendwie zu so einem Lava-Ding. So, hier haben wir schon ein bisschen Redstone. Lapis Lazuli könnte ich gut gebrauchen. Dann könnte ich nämlich noch eine Maschine noch einstellen. Ich glaube, wir lassen uns mal hier runterschwemmen. Ach, hier waren wir schon. Okay. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. So. Licht machen.
Licht machen und dann kommt wieder Lava, das wird so gefährlich. Guten Tag. So, hier hoch. Eisen. Ah, Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Sehr gut. Unser erstes Lapis Lazuli in diesem Spielstand. Also auf dieser Seite der Bucht, denn bei unserer Hauptbasis. Mist. Denn bei unserer Hauptbasis, da haben wir natürlich schon ganz schön viel Lapis Lazuli. Da bin ich gerade dabei, unsere gesamte Produktion so umzustellen, dass die Sachen direkt in unser Computersystem gespeichert werden. Und das möchte ich ja auch möglichst schnell mit euch hier schaffen, dass wir so etwas gebaut bekommen. Oh, das war knapp. So. Und wieder ist das Huhn tot. Das Huhn ist tot. Das Huhn ist tot. Ja, Eisen. Und Licht machen. So. Wie viel Eisen haben wir schon? 18. 18 ist nicht so viel. Ah, aber Kupfer hier. Kupfer brauchen wir auch ganz schön viel. Das ist zwar so, dass ich das drüben in der Zwischenzeit schon fast in den Mülleimer warfe. Aber hier bei uns ist es ja momentan noch Mangelware. Da ist noch ein bisschen Gold. Warum ist jetzt das Lied ausgegangen? Eins meiner Lieblingslieder, es muss durchlaufen. Blei. Kupfer. Eigentlich brauchen wir momentan noch wirklich alles, was wir so finden, Licht machen. So, hier ist nichts mehr los. Doch, da oben. So. Graben wir uns mal hier durch. Hier ist wieder Eisen. Schön beleuchtet durch Lava alles. Da oben ist auch noch tolles, sind auch noch tolle Sachen. Wir dürfen nur nicht in die Lava fallen. Ja, das war jetzt gefährlich. Nein, Waffe wechseln sollst du nicht. Wow, das ist ja voll hier. Voll gefährlich. Da kommt die Lava her, oder was? Super. Und tschüss, Lava. So, dann holen wir uns schon mal das Zinn hier, während die Lava jetzt langsam abfließt und auch Kupfer haben wir hier. Hervorragende Sache, da können wir richtig schön farmen. Jetzt macht nur unsere Hacke. Die sieht noch gut aus. So, Lava läuft weg. So, mal gucken, wie es hier so aussieht. Die Kohle brauchen wir nämlich nachher, um Stahl herzustellen. Und ich will mal gucken, ob wir vielleicht schon so eine... Mal gucken. Sammel das mal auf. Bist du vollgeladen, oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Hier. Gehirn rausschmeißen. Gehirne können wir eh nicht gebrauchen. Das können wir auch nicht gebrauchen. So. Wir gucken mal nach. So eine Kokerei.
was die braucht. Die braucht Ziegelsteine und Sand. Das können wir eigentlich schon bauen. Können wir eigentlich schon bauen. Ach nee, nee, können wir noch nicht. Wir müssen noch Ton sammeln. Dann würde ich sagen, beamen wir uns zurück in die Basis, werfen unsere Sachen schon mal in den Ofen und dann kümmern wir uns darum, dass wir ein bisschen Ton zusammenkriegen. Huh? So. Warp. Let's play area. So. Und wir gehen zu den Öfen. Ich habe die Richtung verloren. Hier geht's lang. Okay. Hier, die haben nichts zu tun. Da können wir das dann gleich reinwerfen. Hier einmal Gold. Eisen. Was haben wir denn noch hier? So. Der Rest ist eigentlich Müll. Ja, wir können noch ein bisschen Cleanstone machen. Nein, da ist was schief gegangen. Da ist was richtig schief gegangen. Wo ist der Schaums hier? Da. Denn mit so einem Schaumschlüssel könnt ihr nämlich aussuchen, in welche Richtung euer Trichter was leitet. Das leitet jetzt nach unten, jetzt nach, von uns aus gesehen, links, nach hinten, nach rechts, nach unten. Schön, oder? Können wir alles machen. Gut. Wir haben jetzt noch Kohle hier. Können wir die noch immer reinwerfen? Hier vielleicht. So, die sind ja alle hier schon schwer am Arbeiten. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen was nachsteuern. Die können das bestimmt gut gebrauchen. Okay. Das habe ich jetzt noch dabei. Ganz viel Tiere und Pflanzen. Tiere und Pflanzen wohnen momentan hier in dieser Kiste. Das wäre also das da, das da, das da, das da. Jetzt haben wir noch was für unsere wertvolle Kiste. Das da, das da, das da. Na gut, das auch. Und was für hier hinten. Da tun wir das rein. In die Steinkiste können wir das hier reinwerfen und Erde vielleicht auch. So, das muss hier unten liegen bleiben. Das eigentlich auch. Das eigentlich auch. Die, ja, gut. Wir müssen Fackeln machen. Mist, Fackeln. Normalerweise würde ich da nicht lange fackeln, aber mir geht halt die Kohle aus. So. Jetzt hier mal Stöcke. Stöcke. Hab ich keine mehr. Und die Musik ist aus, hä? Wieso ist die Musik aus? Hier ist nur leise, ich höre sie noch. So, 44 Stück haben wir da. Da müssen wir mal gucken, ob wir jetzt Ton finden. Wäre ja super, ich habe übrigens mal hier nachgepflanzt. Wäre ja super, wenn wir es hier genau vor der Haustür finden würden. Und unser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Das Ganze sieht unter Wasser so aus. Ich habe zu tief gegraben. So, zur Hellgrau. Wenn ihr jetzt da drauf haut, bekommt ihr jeweils 5 Stück. So, und da ist es halt ganz wichtig, dass ihr das eigentlich, also auf gar keinen Fall im Schwimmmodus, aber unter Wasser geht es langsam. Wenn ihr drüber steht, geht es super schnell. Deswegen werden wir das jetzt so machen, dass wir uns hier oben hinstellen und jetzt alles wegschlagen. Und jetzt tauchen wir runter und sammeln alles ein. So, dann wollen wir mal gucken, wie es hier hinten aussieht. Das ist, glaube ich, alles Sand. Was aber ganz lustig ist, ihr könnt unter Wasser auch fliegen. Dann seid ihr schneller. So, jetzt graben wir das einfach mal unter Wasser ab. Meine Schaufel ist ja auch verbessert. Auftauchen. Und untertauchen. Deswegen geht das so schön schnell.
Auftauchen. Untertauchen. Ich bin ein U-Boot. So, hier haben wir noch was. Hat man so geschafft. So, und da gibt's noch was. Hier lohnt es echt. Das ist echt gut. Also normalerweise muss man immer ewig lange suchen, bis man was zusammen hat. Und jetzt haben wir hier schon eine ganze Menge von dem Ton gefunden. Die mache ich jetzt noch hier und dann gehen wir das schnell brennen. Der jeweils immer 5 Stück. Das macht sich gut. Oh. So. Unsere Basis ist 100 Meter entfernt, das ist ja nicht so weit. Also da haben wir jetzt echt gut gesammelt. Gut, dass wir es jetzt hier schon probiert haben. Ich habe meistens Pech bei sowas. Was macht unser Zucker da? Ja, das müssen wir einen Moment. Aber hier ernten müssten wir gleich noch und nochmal neu einsehen. So, erstmal zu den Öfen. Und das Schöne ist, wir müssen uns jetzt gar nicht mehr so richtig darum kümmern. Wir werfen jetzt einfach alles hier rein und das läuft irgendwann durch. Man muss nur so ein bisschen Geduld mitbringen. Kies? Nö. Sand? Nö. Brauchen wir noch. Okay, das wäre erledigt. Ihr seht, das geht schon mal um einiges leichter. Wir haben uns da jetzt schon eine totale Arbeitserleichterung mit besorgt, dass wir das jetzt so ein bisschen halbautomatisiert haben. Jetzt werden wir mal hier hingehen. Die sehen schon gut aus. Ja, hier so mittendrin sieht es eigentlich auch schon gut aus. Das sieht schon gut aus. Und das sieht gut aus. Das da. Bisschen wild, oder? Wie ich das sammle. Na egal. So. Habe ich das Kupfer schon in die Öfen geworfen? Ich glaube ja. Kartoffeln. Das gibt ja ein Sammelsurium-Feld hier. Wenn wir hier genug haben, mache ich natürlich jeweils ein Feld pro Sorte. Und aus. Kartoffeln. So. Tür auf. Tür zu. Karotten. Und das sieht ganz gut aus. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und aussehen. Aha. So, hier habe ich die Tür vergessen. Viele Freunde haben sich hier angesammelt. Um die kümmern wir uns jetzt mal. Wo seid ihr? Hä? Wo seid ihr denn jetzt alle hingelaufen? Level 51, ich glaube, ich werde nicht mehr. Muss ich gleich mal drüben in der Basis, müssen wir das mal so ein bisschen verbrauchen. So. So viel Besuch. Und ich habe meinen Zuckerrohr zerhauen. Mist. So, das Zuckerrohr müssen wir wieder pflanzen. 2 Stück haben wir kaputt gemacht.
Gut, dann wollte ich eigentlich gerne noch, dass wir hier die Felder noch bestücken also dass wir das noch fertig bauen. Und zwar nehmen wir uns da die Zäune wieder für mit und ich habe noch eine Tür. Okay. Hier ist zwar schon vorbereitet für Pflanzen. Aber ich glaube, wir werden das jetzt hier zu einer Tierfarm umbauen. Das ist ja ideal hier, guck mal. Super. Ich bin super, habe ich es wieder gebaut hier. Und wir lassen in der Mitte eins frei, dann können wir da einmal durchlaufen. So, jetzt machen wir das hier so. Dann müssen wir uns noch ein Messertor bauen. Da hoffen wir mal, dass unser Quarry unten uns ein bisschen Obsidian abbaut. Das wäre ideal. Okay, wir könnten auch mal unten reingucken, wie es da so aussieht. Ne, können wir nicht, ich habe hier zugebaut. Nee, ich wollte zumachen. So. Cleanstones haben wir noch da. Jetzt machen wir erstmal ein paar Druckplatten. Ich glaube, das war so. Nee, dann war es so. Ja. So. Bei allem, was wir jetzt bauen, da achten wir darauf, dass wir immer große Mengen von allem herstellen, sodass wir später, wenn wir das dann brauchen, gar nicht mehr so das nachproduzieren. Und nicht mehr so oft nachproduzieren müssen, sondern immer schon Vorräte haben. So, hier brauchen wir keine. Und wir gucken mal in unsere Kiste, wie es hier schon so aussieht, was wir hier schon alles haben. Wir haben schon wieder Eisen. Wir haben wieder Kohle. Und dieses Eisen nehmen wir uns jetzt erstmal mit. Holz fehlt uns. Holz fehlt uns. Das ist ganz schlecht. Da müssen wir dran arbeiten. Ja, da gehen wir aber hinten zu unserer Holzfarm, würde ich sagen. Da sind schon eine ganze Menge Birken gewachsen. Gefallen, ja. Ist klar. So, und wir holzen erstmal hier ab. Hat nicht geklappt. Ich dachte, der kommt da hinterher, aber hat nicht geklappt. Naja, klar. So. Und hier hinten müssen wir noch mal. Da müssen wir immer warten, bis das abgebaut ist. Das erleichtert einem schon mal vieles, wenn das hier so ein bisschen halbautomatisch mal umfällt. So, die Bäume haben wir alle abgeerntet. Da ist noch ein Sapling. Ach ja, stimmt. Die Gummibäume pflanzen sich nicht selbst. Die setzen sich zwar erst dahin, aber dann verschwinden sie aber wieder. Weil ich habe da irgendwas falsch gemacht oder so. So, Gummibäumchen, die müssen wir hier hin pflanzen und hier hin pflanzen und immer so weiter. Das kommt weg. Wir müssen auch mal hinten bei der Farm gucken,
Das war mir eben aufgefallen. Da ist zu wenig Abstand. Da können die Zombies nämlich fast in unsere Farm reinspringen. Da müssen wir auch noch eins breiter bauen. Hier. Ah, aber das geht ja super schnell. Und wo wir gerade schon auf dem Weg sind, haben wir noch Platz? Nee, haben wir nicht. Okay. Zurück. Gut, dann haben wir ja hier unsere Holzkiste. Da können wir erstmal alles reinwerfen, was mit Holz zu tun hat. Das wäre das da, hier das, das da. Was noch? Hier die Siblings und dann haben wir ganz viel Pflanzen und Tiersachen. Pflanzen und Tiersachen. Pflanzen und Tiersachen. So, das hätten wir auch schon einsortiert. Aber weswegen ich ja eigentlich losgezogen bin, hier haben wir noch ein paar Steinchen und die Erde können wir auch hier reinwerfen. Weswegen wir eigentlich losgezogen sind, war ja Holz. Und mit dem Holz machen wir jetzt ganz schnell, wir haben ja schon voll die Überlänge, mit dem Holz machen wir jetzt auch noch eine einzige Sache. Wir machen erstmal hier Holzbretter, jetzt machen wir Stöcke. Und mit diesen Stöcken, Moment. So, mit den Stöcken, da machen wir jetzt erstmal das hier. Das gibt nämlich hier Schmiedehämmer und die brauchen wir erstmal. Es gibt 7 Stück, die können wir auch alle machen, denn die brauchen wir alle. Und ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr guckt bei der nächsten Folge auch wieder zu. Wir sind ja ein Stück weit gekommen und in der nächsten Folge versuche ich mal noch mehr Eisen zu besorgen. So, dass wir dann vielleicht sogar schon das ein oder andere noch zur Automatisierung dazu tragen können. Ich habe vergessen, was man hiermit macht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Wie war das denn? Also ich weiß, dass wir jetzt hier die Steam Engine können wir auf jeden Fall nehmen. Die können wir da dran setzen. Und wenn wir jetzt Kohle reinmachen, dann läuft das schon. Aber ich habe vergessen, wofür die Weißmaschine da war. Aber das testen wir in der nächsten Folge aus, denn wir sind schon bei 38 Minuten und das wollte ich eigentlich nicht, dass es so lang ist, weil das ist immer, in der Bearbeitung ist das dann immer so lange und ja, ihr wisst ja, wie es ist. So, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.